Fangen hier mit dem Mittelalter an. Eigentlich kann man ja noch weiter zurückgehen, denn viele der Kinderspiele, die über Jahrhunderte gespielt wurden, kann man sagen, sind sogar über Jahrtausende gespielt worden. Das betrifft solche Sachen wie Reifentreiben zum Beispiel oder Kreisel schlagen, dann Steckenpferd reiten. Und natürlich haben vor allen Dingen Mädchen auch mit Puppen gespielt. Das ist auch seit Menschengedenken bekannt. Und man hat auch in der Mark Brandenburg an vielen Orten kleine Tonpüppchen gefunden aus dem Mittelalter. Aber natürlich haben sich die Kinder auf dem Land auch mit anderen Materialien im Spiel befasst. Sie hatten nicht unbedingt Spielzeug, das war eher reicheren Schichten vorbehalten, sodass sie mit Materialien gespielt haben, die ihnen einfach vor die Finger kamen. Also sei es die Borke vom Baum oder die Steinchen, die vom Haus lagen. Oder zum Beispiel, wenn geschlachtet wurde, dann fiel die Schweinsblase ab. Und dann war das eine Kinderrassel oder vielleicht auch ein erster Vorläufer des Luftballons. Und da kann man dann feststellen, dass das Kinderspiel vor allen Dingen das Brauchtum seit Jahrhunderten eingebunden war. Der erste Punkt im Jahr, wo man Kinderspiele und Brauchtum sehr schön zeigen kann, das ist Fastnacht. Dann zu Ostern gab es das Eierkollern, das Wallein, wie es in der Lausitz heißt. Da hat man sich also einen Hügel gesucht oder sogar einen kleinen Hügel aufgeworfen selber und Eier runterkollern lassen, nach ganz unterschiedlichen Spielregeln auch. Dann ein weiterer Brauch war zu Ostern, der sich auch in gewissem Umfang bis heute erhalten hat, das sogenannte Pietschen. Das wurde erst von Jungen ausgeübt. Da sind Jungen mit Birkenruten oder mit Reisern rumgegangen und haben dann Mädchen vor allen Dingen aus dem Schlaf geholt. Seit der Aufklärung hat sich dann die Auffassung von Kindheit grundlegend geändert. Die Kindheit wurde sozusagen entdeckt. Wir finden überall Hinweise darauf, wie doch Kinder mit bestimmten Spielen etwas lernen sollen, und zwar das, was sie dann später in der Schule oder später im Leben brauchen könnten. Und es gab dann den Aufklärer Basedow, der auch das Schulsystem reformiert hat. Der hat das Spiel dann regelrecht auch in den Unterricht mit einbezogen und eine Schrift herausgegeben, das sogenannte Elementarwerk, das wiederum wunderbar illustriert wurde. Das sind die frühesten Abbildungen vom Kinderspiel von Chudowiecki. Nun gab es im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts mit der Romantik eine neue Entwicklung hinsichtlich des Kinderspiels. Besonders die Arnims, also Bettina und Achim von Arnim, haben sich da hervorgetan, kann man sagen. Zu dieser Zeit gibt es dann auch die ersten Kinderzimmer, denn früher, selbst in bürgerlichen Familien, hatten Kinder keinen eigenen Raum. Das ist erst eine Entwicklung des 19. Jahrhunderts. Allerdings mussten diese dann Kinder aus gut bürgerlichen Familien sich dieses Zimmer oft mit dem Hauslehrer teilen oder mit der Kinderfrau. Und zur Zeit der Neuruppiner Bilderbogen wurden ja auch Bögen hergestellt, die man austuschen konnte. Das war zum Beispiel auch eine Lieblingsbeschäftigung von dem George Fontana, also dem Sohn. Und er hat sich immer wieder für begeistert für Militärumzüge, ist dann folgerichtig später auch zum Militär gegangen. Also nicht gerade zur Freude seines Vaters Theodor Fontane. Ja, das Spiel der Kinder in Stadt und Land unterschied sich natürlich auch durch die Räume, die ihnen zur Verfügung standen. Auf dem Land war ganz klar, man hatte den Bauernhof, man hatte die Tiere, also die Tiere zum Anfassen, die lebenden Nutztiere, die dort vorhanden waren, mit denen sich die Kinder auch befasst haben. Das ist eigentlich ein wesentlicher Unterschied zum Spiel von Stadtkindern, die natürlich keine Tiere hatten. Also Tiere damals in Wohnungen zu halten, war eine absolute Seltenheit, war nicht verbreitet. Da hatten die Kinder überwiegend die Straße als Spielraum für sich erobert. Es gab ja noch sehr wenig Verkehr. Heute können die Kinder nicht mehr einfach auf die Straße gehen und haben dort ihre Freunde, treffen dort ihre Freunde zum Spielen, die Nachbarskinder. Das war eigentlich noch bis in die
60er, Anfang 70er Jahre üblich. In der NS-Zeit ging es also nicht so sehr um unabhängiges Spiel, sondern mehr um Ertüchtigung. Also es war von vornherein schon klar, die Kinder, besonders die Jungen, sollten sportlich gestählt sein, alles schon irgendwo auf den Krieg hin vorbereitet, auch mit Spielzeugen, denn ganz wichtiges Spielzeug für den Jungen war damals und wurde auch so propagiert, das Flugzeug, das ist genauso wie der Panzer. So war es ja ähnlich im Kaiserreich, etwa das Schiff. Das Zeichen für diese Epoche war eben nicht nur das Schiff, sondern bei den Jungen auch, bei den Mädchen dann auch die Matrosenkleidung. Die hat sich ja dann auch als Kinderbekleidung noch bis in die 30er Jahre durchgezogen hat. In der ersten Nachkriegszeit waren die Kinderspiele in Ost und West durchaus gleich. Es gibt da Untersuchungen aus den 50er Jahren, Ende der 50er Jahre, wo also am Beispiel von Berlin man in allen Teilen der Stadt ähnliche Spiele gespielt hat, auch eben noch diese klassischen Kinderspiele. Ansonsten war in der DDR das Kinderspiel ja auch stark verschult. Es wurde überall ausgeübt, besonders in der Schule. Am Pioniernachmittag konnten Spiele auch angeboten werden und viele erinnern sich auch noch an Ausflüge und Aktivitäten dieses Pioniernachmittags. Ja, wir haben Anfang der 90er Jahre eine Untersuchung gemacht mit 6000 Schulkindern aus ganz Berlin, aus allen Berliner Bezirken. Und wir wollten sehen, was ist davon noch übrig geblieben in der Zeit und wie hat sich das Spiel verändert. Und erstaunlicherweise waren diese Spiele, die ich gerade genannt habe, fast überhaupt nicht mehr aktuell. Also da spielte man nicht mehr. Gummihopse war noch eins der letzten Spiele aus den 60er Jahren allerdings, was verbreitet war. An erster Stelle stand aber nach Fangen, Verstecken und auch Fußballspiel bei den Jungs schon der Computer. Ja, da Kinder ja immer eine innige Beziehung zu Tieren hatten, zu lebendigen Tieren natürlich, kam die Spielzeugindustrie natürlich relativ bald auf die Idee, Plüschtiere für die Kinder nachzugestalten. Also Vorreiterin war da Margarete Steiff, die den berühmten Teddybären entwickelt hat und damit sehr bald in Serie gegangen ist. Wenn der Platz nicht sehr groß war, dann begnügten sich die Kinder mit kleinen, nachgebildeten Tieren aus Holz oder aus Kunststoff später, aus Pappmaché wurden die gebaut, also aus ganz unterschiedlichen Materialien, entweder als Zootiere oder als Bauernhoftiere. Und das waren sehr beliebte Spielgegenstände, die ja auch der Realität entsprachen, also gerade den Kindern auf dem Land. Geboren 1926 in Landsberg, heute Gorzów in Polen, erzählt aus seiner Kindheit. Großvater hatte uns Jungen erzählt, was man alles mit einer Schweinsblase machen könnte. Daraus folgte, dass nach dem nächsten Schlachten die Schweineblase verschwunden war, die eigentlich mit Mett gefüllt werden sollte. Die Schweinsblase wurde also mit einer Handvoll Erbsen gefüllt und damit kräftig gerappelt. Aber nicht nur das, sie wurde dem Kater an den Schwanz gebunden. Ja, die Puppe, die wird natürlich von allen Mädchen besonders geliebt und geherzt. Wir haben allerdings auch einen Jungen dabei, der hier seine Puppe gerade zärtlich im Arm hat. Also auch Jungs waren durchaus nicht abgeneigt, wenn sie noch klein waren, sich mit Puppen zu beschäftigen. Dazu gehörte natürlich das Puppenhaus, die ganze Ausstattung wie Puppenwagen dazu. Schön ist auch der Bericht von einer Zeitzeugin, die eine Zwillingsschwester hatte und in Wollin aufgewachsen ist. Beide waren natürlich immer ähnlich angezogen und beide hatten auch dasselbe Spielzeug. Sie haben hier identische Puppen im Arm. Ab den 60er Jahren der Traum aller Mädchen waren die Barbie-Puppen. Also nicht nur im Westen, sondern auch im Osten, die oft als Westgeschenke die DDR-Grenze passierten und auch dort hochwillkommen waren.
Ja, Kinder brauchen eigentlich gar nicht viel Spielzeug. Die sind schon glücklich, wenn sie Wasser und Sand haben. Von unseren Zeitzeugen haben sich doch viele an schöne Erlebnisse erinnert, die sie einfach draußen in der Natur hatten. Also sei es, dass sie auf den Wiesen unterwegs waren, rings um die Orte ihrer Dörfer. Beliebte Jungsspielzeuge war natürlich die Eisenbahn, wobei man da natürlich auch berücksichtigen muss, dass die Väter dieser Knaben oft die größeren Fans waren von Eisenbahnen. Ja, hier haben wir das Thema Bauen und Handwerken. Ja, das ist natürlich auch ein Kinderspielzeug, was schon im kleinsten Alter anfängt mit den Bauklötzen. Irgendwann werden die dann zum Turm übereinander gestapelt und dann ist es die größte Freude der Kinder, sie auch wieder umzuhauen. Also hier haben wir aus dem Museumsbestand diese wunderschönen alten Holzroller mit Blinker zum Abbiegen oder das Kinderdreirad, auch einen alten Stuhlschlitten, eine Leihgabe von Privatleuten aus der Jahrhundertwende üblich. Auf den Abbildungen sieht man die Kinder unterwegs auf Dreirädern, aber auch in kleinen Kutschen, in Handwagen gezogen oder manche Kinder hatten sogar das Glück, ein Auto zu besitzen. Also diese Kinderspielzeuge waren ja auch kleine Abbilder von den großen Autos zum Beispiel. Eine Besonderheit war der Holländer. Der wurde mit einer Schwunggabel, die man vor und zurück bewegte, in Bewegung gesetzt.